So, jetzt sind wir bei Clip 4 und jetzt geht's weiter. In Clip 3 habt ihr gesehen, wie ich den Schnitt vollzogen. Dieses hier wurde geschnitten. Es wird jetzt hier eingelesen. Darauf muss ich dann achten, dass alles ordentlich ist. So, und jetzt fängt die Maschine an zu arbeiten. So, ich digitalisiere jetzt so ein Buch. So, ich habe dieses Buch, die Seiten entfernt, digitalisiere es in bester Qualität und danach wird es gebunden. Das könnt ihr dann im nächsten Video sehen, weil da werde ich eine andere Einstellung machen, damit ihr das auch seht, okay? Ich habe euch in Clip 3 gezeigt, wie die Maschine, der Rüttler, dieses Buch gerade macht, aber damit es ordentlich ist. Jetzt zeige ich euch, das ist natürlich ein ganz herkömmlicher Kopierer, ein Scanner. Und dieser scannt das jetzt ein in doppelt und liest es dann. Das könnt ihr ja in Clip 1 sehen, wie ich da gesessen habe. In Clip 1 könnt ihr sehen, wie ich da gesessen habe und dann die Nummer verteilt. Ja? So. Ich mache diese Videoclips, um ein TikToker zu werden, weil ich da über 1000 brauche, um live zu gehen. Das heißt also, ich möchte Live-Sendungen machen. Ich möchte meinen Beruf euch mal zeigen. Ich möchte also alle, die da der Meinung sind, sie müssten mich, torpedieren oder was. Alle. So, aber mein Spektrum ist nun mal round the world. Also ich bin wirklich. Und ich mache das, wie gesagt, darauf komme ich jetzt, die Generation 62, 82, okay? Jetzt, nach 1966, jetzt, nach 1976, jetzt, nach 1986, 79, 89, 99, die Welt der Elektronik durch Sir Berners-Lee. So, Sir Berners-Lee hat uns das Ganze hier sozusagen geschenkt, dass ich das jetzt hier bei YouTube, TikTok, ach, egal wo auf diesem Planeten, kann ich oder darf ich in Sir Berners-Lee erstmal bedanken, dass er das überhaupt auf den Weg gebracht hat. So, wir waren ICQ, Snapchat, Dailymotion, jetzt sind wir YouTuber, jetzt möchte ich zum Beispiel ein TikToker werden und so weiter und so fort. Ja? Es ist wirklich hochgradig interessant, das Ganze. Ich werde also auch ein TikTok-Video machen. 3 Minuten, dann werde ich dieses laufen lassen. Ja, dann werde ich dieses laufen lassen. Das werde ich jetzt auch gleich machen. Wisst ihr was? Kommt in den Clip 5. Kommt in den Clip 5, da bin ich jetzt hier ein TikToker, der damit arbeitet. Also ich lese das Buch hier ein. Dann zeige ich euch, wie das Buch geht. Ich habe ja da 3 Minuten Zeit. Ich habe 3 Minuten Zeit, meine Tätigkeit, meine Arbeit euch zu zeigen. Und ich möchte jedem Zuschauer sagen, ich habe es für euch wirklich tatsächlich gemacht. Ich opfere meine Lebenszeit, nicht nur, weil mir das Ganze Spaß macht, sondern ich mache es unheimlich gern. Ihr sollt daran teilhaben, wie ich meine Lebenszeit, volle laufende Kamera, in der Welt der Arbeit, wirklich tatsächlich einfließen lasse, um Videoclips zu machen, die ihr euch anschauen könnt, wo ihr euch so dermaßen daneben benehmen könnt. Ihr wisst genau, wie ich das meine. Und natürlich für die Zuschauer, die wirklich tatsächlich Lust haben, etwas zu lernen. Ja, ist halt so. So, ich mache dieses Video jetzt eben zu Ende, indem ich die Digitalisation fortfahren lasse. Dann wird es hier gleich bestätigt. Ja, wie gesagt, das hier wird benutzt oder das hier wird gebraucht für alle Betriebswirte, weil das hier ist für einen Juristen. Diesen Juristen könnt ihr auch vor laufender Kamera sehen. Dann könnt ihr Dr. Det vor laufender Kamera sehen und ihr dürft natürlich auch sehr viele Schauspieler vor laufender Kamera sehen. So. Ich mache das seit über 40 Jahren und seit über 40 Jahren darf ich mir vieles gefallen lassen.
sobald ich mir so viel gefallen lassen muss, habe ich mir gedacht, wisst ihr was, jetzt mache ich auch mal solche Videoclips, denk mal was aus, so wie Dr. Dead, Mut zur Lücke oder wie dieser Rechtsanwalt, der sich da erklärt, der euch die Betriebswirtschaft, ich könnte ja auch den Arzt hier nebenan annehmen, der ist auch Dozent, der ist aber leider gerade beschäftigt wegen Corona. Na? Ja. Okay, ihr seht, das ist jetzt fertig, daraus wird jetzt gleich wieder ein Buch gemacht. Ihr habt gesehen im Clip davor, wie das gerüttelt wird, damit ich daraus ein Buch machen kann. So, ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Serie. Ich wünsche euch viel Spaß über mich, euch den Mund zu zerfetzen. Ihr wisst, die sogenannte Telegram-Gruppe Frohnhausen. Seid mir nicht böse, Telegram-Frohnhauser-Gruppe. Ich musste leider die Staatsanwaltschaft bemühen. Denn irgendwelche Hauswände oder Geschäfte bemalen, tut mir leid, das geht nicht, kann ich nicht dulden, das geht einfach nicht. Na, konnte ja die ganze Welt sehen. Tja, dann müsst ihr das nicht zeigen, das ist eine Tat, das wisst ihr. Okay, Vandalismus nennt man sowas. So, jetzt geht es aber weiter hier mit meiner Tätigkeit als Filmautor, als Filmemacher. Ja, bin ein Filmautor, so nennt man das. Bin aber auch für die Kamera. Ne? Ihr seid hier im Medienhaus und ja, kommt einfach mal mit.